Hallo und herzlich willkommen bei Elomibar Publishing. Heute eine Demonstration, eine Flugsimulation. Und zwar fliegen wir heute ein UH-1H. Und ich zeige jetzt als erstes noch einmal die Startsequenz. Das heißt, wir starten jetzt nachher erstmal den Simulator. Und dann gehen wir nachher über Startvorgang, dann Hovern, dann den Start und so weiter und so fort. Als Simulator habe ich den Digital Combat Simulator. Ja, und lasst euch überraschen. Ne? Wie gesagt, Flugsimulation, DCS, Digital Combat Simulator, Teil 1, Start einer UH-1H mit Cockpit-Check und allem, was so dazugehört. Okay. Starten wir das Spiel. So, als erstes setzen wir die Mission raus. Ja, ich habe da mal eine kleine vorbereitet. Einfach nur von einem Flugplatz, von einem Startplatz mit Triebwerk aus. Und dann starten wir einfach mal einen kleinen Rundflug. Genau. Na, dauert es ein bisschen. Aber es geht gleich los. So, okay, wir gehen jetzt auf Fliegen. So, alles klar. Starten wir noch die Startsequenz soweit ab. Gut, dann schauen wir uns mal die Außenansicht an. Wir haben halt praktisch den Kontrollgang durch, von außen durch. Gehen einmal rundherum. Ja, kontrollieren die Freigängigkeit der Steuerung. Ja, funktioniert also alles wunderbar. Genau wie die Pedale auch. Heckrotor funktioniert auch wunderbar. Jetzt machen wir einen Rundgang. So, okay, alles klar. Und gehen wir wieder zurück ins Cockpit. So, fangen wir an mit unseren Startvorbereitungen. So, ich habe jetzt das UHF-Funkgerät, schalte ich nochmal als erstes ein. Okay, schalte die Batterie ein. Die RPM-Warning Audio auf Off. Dann schalte ich die Kraftstoffpumpe ein. Schalte den Inverter ein. Für die Wechselstromversorgung, für die Kreisinstrumente. Ja, und wie gesagt, dann machen wir den Startplan nur auf UHF. Und dann holen wir uns die Freigabe zum Triebwerkstart.
Shield. 1-1. Request startup. Request startup. Okay, wir haben die Freigabe zum Gigastart. Machen wir gerade noch die ganzen Checks hier. Fire, Warning, Fuel Gauge. Ja, dann stellen wir den Kompass noch richtig ein. Sehr. Und hier und hier Whisky-Kompass, hier. Und ja. Jetzt haben wir synchronisiert. Dann geben wir gerade die Audio-Kontrolle ein und raus drin. Wählen die Start-Eingang. Dann gehen wir weiter. Schubhebel. Voll auf. Und wieder zurück. Auf Startposition. So, dann kontrollieren wir nochmal alles. So, okay, Startgenerator, Start, Hauptgenerator on. Und dann können wir eigentlich los aus der Temperatur 14 Grad. Geht jetzt ein bisschen näher an den Hintergrund und dann starten wir das Ziel. Und bei 40% sind wir in der Selbstgehaltung, dann starten wir aus und dann ist die Gigaboto. Machen wir die Tür noch zu. So, machen wir gerade den Höhenmesser an. Da haben wir noch die Freigängigkeit. Okay. Hier zum Motorcheck, die Fahrt ist in die Kinder hoch. Hier auf 100%.
runway.
Lexon Vegan.
So, wir kriegen uns da. So, Batterie aus. So, das war's für dieses Mal. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen und bis zum nächsten Mal. Dann machen wir dann auch ein bisschen was mit Bekämpfen von Bodenzielen, einen Einsatz vom MG und vielleicht einen Nachflug. Ja, schauen wir mal. Also bis zum nächsten Mal. Dankeschön.